Wir sehen nicht nur bei den Energiepreisen einen raketenhaften Anstieg, sondern bei vielen, vielen Rohstoffen auch. Der Ukraine-Krieg, der bringt jetzt eine komplett andere Dynamik in das Geschehen. Und man kann sagen, Mann, was sitzen Paul und Lagarde in der Tinte? Die haben ein richtiges Thema, die Wirtschaft hat ein richtiges Thema und damit haben wir ein richtiges Thema. Was tun? Paul und Lagarde verlieren jedenfalls die Kontrolle. Was soll man dagegen tun? Wie kann man dagegen vorgehen? Gar nicht, das ist das Problem. Und jetzt ist sozusagen all das, was uns die Notenbanken jahrelang erzählt haben, für die Katz. Ihr Gelddrucken führt jetzt zu einer massiven Inflation und du kommst gar nicht mehr hinterher mit diesem Einsammeln deiner ultralaxen Maßnahmen. Denn wir stehen jetzt wahrscheinlich vor einer Situation, dass dieser Ukraine-Krieg die ohnehin vorhandenen Materialmängel, Lieferengpässe, Teuerungen weiter verschärft. Das wird die Wirtschaft abwürgen, aber heißt das, dass dann weniger Nachfrage kommt und damit die Inflation runtergeht? Nicht zwingend, denn es kann ja durchaus sein, dass die Preise weiter hoch bleiben bzw. sogar noch weiter steigen, obwohl die Wirtschaft deutlich sich abschwächt. Warum? Weil schlichtweg wir einen Mangel an Gütern haben und dieser Mangel ist so eklatant, dass selbst ein Rückgang der Nachfrage, der sich jetzt schon abzeichnet, nicht ausreichen wird, um da eine Beruhigung auf der Preisseite zu bringen. Schauen wir uns mal an, was jetzt hier der Fall ist. Wir sehen vor allem den Ölpreis geradezu explosionsartig nach oben. The market is starting to fail. Der Markt beginnt zu versagen. Wir haben komplett gestörte Marktmechanismen derzeit. Warum? Die Raffinerien sind nicht mehr bereit, russisches Öl zu kaufen. Die Banken sind nicht mehr bereit, die Verschiffung von russischen Rohstoffen zu finanzieren. Diese Sanktionen gegen Russland, so ein Beteiligter eines großen Rohstoffhändlers, diese Sanktionen gegen Russland werden einen incredible Effekt auf die globale Handel und die globale Finanzwelt haben. Exactly that's what the case. Und wir sehen hier, dass dann eben der Ölpreis jetzt wirklich senkrecht nach oben geht. Jetzt sind wir bei den Niveaus von 2014, 2013 müsste das sein, Widerstandsniveau. Also wäre jetzt nicht überraschend, wenn da auch mal was nach unten kommt nach diesem massiven Anstieg. Jetzt ist ja dieser Anstieg so schnell, so extrem. Das macht die Geschichte ja immer schwierig, wenn so etwas sich jahrelang aufbaut. Okay, aber es ist jetzt eben ein sehr, sehr schneller Anstieg beim WTI. Wir sehen Bloomberg Commodity Index massiv nach oben gegangen. Gasoline Futures, Wheat, WTI, Coal, Aluminium, alles massiv über wichtige runde Marken gestiegen, aber GDP, nämlich Wirtschaft, null, das ist die neueste Schätzung der Atlanta Fed, die ja so eine Art Realtime-Ticker für das BIP der USA hat. Also das bringt genau das auf den Punkt. Wir werden eine massive Wirtschaftsabschwächung, Rezession sehen, ist eigentlich kaum mehr zu vermeiden, bei gleichzeitig eben massiv steigenden Preisen. Hier sehen wir etwa mal Weizen, der Future zweimal jetzt in der Nacht, der Limit up. Wir sehen, dass natürlich der Weizen vorwiegend Russland und Ukraine, das sind die zwei biggest Exporters der Welt, also das ist ein Thema. Mr. Habeck hat hier Interessantes dazu gesagt. Wir sehen, dass die Düngerpreise extrem durch die Decke schießen. Düngermarkt außer Rand und Band, so schreibt die Agrar heute. Wir sehen hier, wie diese Dinge explodiert sind. Von 200 auf über 600 jetzt verdreifacht. Hohe Düngerpreise heißen weniger Produktion von Nahrungsmitteln tendenziell oder die Nahrungsmittel werden teurer. Ich hatte gestern schon Nordafrika als Problemspot hier angesprochen, weil die eben komplett abhängig sind von Ukraine und eben Russland. Wir sehen hier Bloomberg Commodity Spot Index mit dem gestern größten Anstieg seit dem Jahr 2009, seit dem März 2009, also praktisch Finanzkrise. Hier der erste Aufschwung damals eben aus dieser Depression der Finanzkrise, passierte ja im März, da war das Tief auch der Aktienmärkte erreicht. Also wir sehen, das sind schon Bewegungen, auch an den Anleihenmärkten gestern massive Bewegungen. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Entscheidendes. 1975 war es so, dass die sogenannten Tangible Assets, also Sachen, die ich anfassen kann, die konkret sind, die irgendwie real sind, die machten damals noch 83% der Wertigkeiten im S&P 500, also der Unternehmen, die im S&P 500 gelistet sind. Dieser Wert ging immer weiter runter. Damals 1975 waren Intangible Assets, das sind so Software,
Patente, alles was eben irgendwie geistig ist, gell? Das war damals praktisch unbedeutend, 17% 1975, 1985 32%, 1995 68%, 2005 80%, 2015 84%, 2020 90%. Wahrscheinlich sind wir jetzt sogar noch ein Stück weiter. Das bedeutet, dass nur noch Tangible Assets, die Dinge, die ich anfassen kann, nur noch 10% ausmachen. Und meine Prognose ist, dass dieses Jahrzehnt hier eine maßgebliche Korrektur dieser etwas aus dem Ruder gelaufenen Entwicklung ist. Das ist einfach krass. Es werden jetzt Dinge wieder wichtig werden, die ich anfassen kann, die ich essen kann, mit denen ich direkt etwas tun kann und nicht irgendwelche Hokuspokus-Geschichten, die ja vor allem bei meiner zweitbesten Freundin Cathy Wood im Depot gelandet sind. Hoffnung, 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 wird schon ganz toll. Revolution, 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 aber jetzt geht es erstmal ums Fressen, Frau Cathy Wood, und nicht mehr um die Revolution. Das ist doch genau das Problem. Und auf diese Situation hat gestern Joe Biden reagiert und hat gesagt, meine Top Priority is getting prices under control. Also nochmal dieses oberste Priorität, bringt die Inflation nach unten. Und dann hat er etwas sehr Interessantes gesagt. Eine Art, die Inflation zu bekämpfen, ist die Löhne runterzubringen und die Amerikaner arm zu machen. Aber ich habe eine bessere Idee. Lower your costs, not your wages. Also senkt eure Kosten, liebe Unternehmen, nicht eure Löhne. Klasse Idee, Joe. Dann übernimmst du mal ein Wirtschaftsunternehmen und senkst mal einfach die Kosten bei diesen Charts, die ich vorhin gezeigt habe. Viel Erfolg, Joe. Also sowas Bescheuertes habe ich selten gehört. Er will natürlich nicht, dass die Löhne sinken. Okay, kann man verstehen, aber wie soll das gehen in einer Welt, in der alles teurer wird? Wie soll ich da um Himmels Willen meine Kosten senken? Und ja, Arbeitskräfte sind teuer, das ist doch genau das Problem. Und dann hat Biden auch den Satz gesagt, über Inflation, instead of relying on foreign supply chains, let's make it in America. Also praktisch jetzt dieser Trend zur Deglobalisierung, der da auch jetzt nochmal verstärkt durch diesen Ukraine-Krieg zum Ausdruck kommt, der schon durch die Corona-Krise angestoßen wurde. Nur das, was wir hier selber produzieren, da haben wir die Kontrolle, haben wir die Hand drauf, alles andere ist unsicher. Das wird bedeuten, dass immer mehr hier produziert wird. Daraufhin sind die US-Demokraten aufgestanden und haben USA, USA gerufen. Okay, also das ist schon wirklich also so etwas Seltsames. Ja, dann senkt doch eure Kosten, ja. Wenn ihr kein Brot habt, dann esst doch Kuchen, soll Marie Antoinette gesagt haben, wobei man fairerweise sagen muss, dass damals das Wort Kuchen nicht richtig übersetzt ist. Sie hat gesagt Brioche, also das ist ja auch ein Gebäck eigentlich, wie Brötchen oder wie Brote. Aber sei es drum, das ist in etwa auf dem Niveau, ja, wenn es kein Brot haben, dann sollen sie halt einen Kuchen essen, nicht wahr? Das ist natürlich totaler Quatsch. Und an den Märkten, da brennt jetzt so eine Diskussion auf, ja, was wird das bedeuten für die Notenbanken? Jetzt gibt es die eine Fraktion, der ich angehöre, die sagt, Powell wird hawkisch bleiben, wird erstmal die Zinsen anheben, natürlich irgendwie datenabhängig bleiben, aber dass die Inflation runtergeht, ist jetzt nicht absehbar, aber oberste Priorität, Regierungsauftrag an Jerome Powell von Biden war ja, bring mir die Inflation down. Jetzt gibt es das andere Lager, das sagt, ja, also die werden jetzt deutlich weniger aggressiv sein. Wir wissen nicht, wer recht haben wird. Heute wird ja Powell auftreten, jetzt nur noch 5 Zinsanhebungen in diesem Jahr erwartet, hatte ich gestern schon erwähnt, statt 7 zuvor, aber dann Biden. Too many families are struggling to keep up with the bills. Inflation is robbing them of the gains they might otherwise feel. I get it. That's why my top priority is getting prices under control. Kontrolle steckt da schon drin. Da könnte es als nächsten Schritt praktisch als faktische Kapitulationserklärung dann Preiskontrollen geben. Das heißt, dann wird man sagen, ja, aber Benzin darf nur noch so und so viel kosten, mehr nicht. Dann werden viele sagen, ja, dann liefere ich das nicht mehr, weil meine eigenen Kosten viel höher sind, dann würde ich ein Verlustgeschäft machen. Dadurch verstärkt sich der Mangel. Die Menschheit hat die großartige Eigenschaft, ihre eigenen Fehler immer wieder zu wiederholen und zu glauben, dass durch die Wiederholung desselben Fehlers ein anderes Resultat rauskommt. Das ist leider eine Qualität, die wir haben. Die Odds auf No Rate Hike, also die Wahrscheinlichkeit, dass gar keine Zinsanhebung jetzt kommt, liegt jetzt bei 10% im März. Vorher war die Wahrscheinlichkeit, die von den Fed Fund Futures eingepreist wurde, noch bei 20%. Jetzt sehen wir, dass die Inflationserwartungen nach oben schießen. Gestern in Deutschland, jetzt auch bei den Amerikanern.
Und jetzt ist eben praktisch hier schon ein stagflationärer Schock der Fall. Wird sie jetzt weniger aggressiv sein? Wird sie jetzt sagen, okay, wir meinen es jetzt doch nicht so ernst mit der Kontrolle? Das ist die große Frage. Nur, wenn du nichts gegen die Inflation tust und das laufen lässt, dann wirst du komplett unglaubwürdig als Notenbank. Dann wird die Inflationserwartung, die faktische Inflation, noch stärker als Self-Fulfilling Prophecy praktisch radikalisieren und dynamisieren. Und das ist das Problem. Wenn du das tust, dann bist du als Notenbank weg vom Fenster. Also musst du so tun, als würdest du was tun und musst es auch tun, musst die Zinsen anheben, musst die Bilanzsumme reduzieren. Deswegen, glaube ich, wird die Fed und im Gefolge dann, wenn es die EZB kapiert hat, diesen Weg gehen, dass man zumindest es versuchen wird, um nicht komplett den Kontrollverlust offensichtlich werden zu lassen, den man hier hat. Heute 14:30 wird Powell vor dem US-Senat aussagen. Da müsste dann eigentlich vorher schon ein Redetext veröffentlicht werden. Oft passiert das 14:30 zur selben Zeit, wie Ballard sprechen wird, aber 16 Uhr wird dann der Pauli praktisch vor dem US-Senat aussagen, vor dem Bankenausschuss. Das werden wir als Live-Feed bringen bei Finanzmarktwelt. Sobald der Redetext von Paul veröffentlicht ist, werden wir das als Live-Feed bzw. werden diese Rede darstellen und einordnen. Also heute wichtig bei Finanzmarktwelt.de dabei zu sein. Summers, der Wirtschaftsberater, einstige Larry Summers, wichtige Figur in den USA, hat gesagt, wir müssen jetzt sozusagen erkennen, dass wir Riesenthemen haben. Wir müssen erstmal uns klar werden, dass wir jetzt in einer völlig neuen Situation sind und müssen hier umsteuern. Ich glaube, viele haben das noch nicht so ganz begriffen. Jetzt will China vermitteln. Das hat so ein bisschen Auftrieb gegeben mal gestern, als diese Nachricht kam, gestern spätabends. Okay, die Chinesen, die werden natürlich ihre Hand in Unschuld waschen, davon haben wir nichts gewusst, gell, dass der Putin da reinmarschiert, das hat uns jetzt völlig unvorbereitet getroffen, gell, damit haben wir nichts zu tun, nein, ganz sicher nicht. Und heute im Fokus um 11 Uhr dann die Verbraucherpreise aus der Eurozone. Und hier sagt Christoph Barrot, der beste Forecaster, der beste Prognostiker, was Wirtschaftszahlen der Welt betrifft, überhaupt, den es gibt, der sagt, wir werden hier sehr wahrscheinlich eine Überraschung nach oben sehen, also die Zahl wird höher ausfallen in Sachen Inflation. Und jetzt hat uns Habeck gesagt, also wir are prepared, should Russia stop gas exports. Also okay, der Robert, der hat es drauf, der hat gesagt, also wir haben auch keine Probleme mit Nahrungsmitteln und werden auch keine bekommen. Das weiß der gute Mann. Da bin ich mal gespannt. Jedenfalls sehen wir, dass diese Nachhaltigkeitsrevolution jetzt ein bisschen in Stocken gerät, diese ESG. Hier sehen wir etwa die Carbonpreise, also praktisch der moderne Ablasshandel für diejenigen, die CO2 verbrauchen, ist deutlich nach unten gegangen. Wenigstens ein Chart, der nach unten geht. Das heißt, das wäre jetzt unter den aktuellen Bedingungen ja auch nicht mehr darstellbar. Wenn da auch jetzt noch die Preise durch die Decke schießen würden, dann ist alles außer Kontrolle. Und die Politik hat sehr viel Einfluss auf diese Carbonbepreisung mit Aussagen etc. Hier sehen wir nochmal, welche Länder besonders von russischem Gas abhängig sind. Germanie, aber vor allem eben auch Ungarn. Solche Länder sind sehr, sehr, Griechenland, Bulgarien, sehr, sehr stark abhängig. Fitch Ratings hat heute gesagt, Inflation ist ein dynamischer Prozess und kann sich selbst verstärken. Der Energiepreisschocks jetzt aufgrund dieser geopolitischen Events kann diese Risiken noch weiter dynamisieren. That's exactly the case. Und wir sehen neue Entwicklungen jetzt beim Ölpreis. Ein Artikel Russland-Angst, warum der Ölpreis steigt, was da los ist. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Eines ist klar, die Notenbanken sitzen in der Schiete, wir auch. Das ist eine sehr, sehr herausfordernde Zeit. Wir sind jetzt rausgefallen aus einem Wolkenkuckucksheim. Freiheit und Wohlstand war uns selbstverständlich, aber es ist niemals selbstverständlich. Es muss immer wieder neu erarbeitet werden, nämlich die Freiheit wie auch der Wohlstand. Und das sollten wir uns jetzt mal auf die Fahnen schreiben. Und damit anfangen, das mal zu realisieren, denn die Zeiten sind stürmisch. Ich wünsche das Allerbeste, verweise nochmal auf den Artikel und sage Servus und Ciao.